Assalamu alaikum wa barakatuh, liebe Geschwister. Erstmal möchte ich checken, ob ihr mich hört. Wenn ihr mich hört, bitte einschreiben im Chat. Falls ihr mich nicht hört, eine 2. Okay, sind einige Leute im Raum, bitte, wenn es geht, beziehungsweise wenn mich jemand nicht hört. Assalamu alaikum wa rahmatullah, liebe Geschwister, liebe Brüder, liebe Schwestern. Vorab bitte, ich möchte nur sicher gehen, dass mich jeder hört. Falls mich jemand nicht hört, bitte eine 2 schreiben im Chat. Okay, mashallah, zakallah khair. Okay, die Kamera ist an. Könnt ihr mich auch sehen? Beziehungsweise, wer mich nicht sehen kann, auch bitte eine 2 schreiben. Alhamdulillah, zakallah khair. Soweit gut. Tamam. Barakallahu fiek. Gut, tamam. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ja, zu unserem Treffen, zum ersten Treffen zu dieser Reihe, die Worte Allahs und du. Alhamdulillah, ich freue mich, dass ihr auch so zahlreich schon erschienen seid. Mashallah, hätte ich jetzt auch nicht erwartet zu dieser Zeit. Alhamdulillah, wirklich schön zu sehen, dass Interesse besteht, dass es noch Alhamdulillah Brüder und Schwestern gibt, die das ernst nehmen. Alhamdulillah, das ist wirklich eine schönes, gutes Zeichen, Alhamdulillah. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen und inshallah, diese Sitzung ist in erster Linie eine Erinnerung, ja, für uns alle und in erster Linie Erinnerung an für mich selber. Ja, vor allen Dingen für mich selber, vielleicht profitiere ich sogar mehr als ihr, weil natürlich derjenige, der die Sitzung vorbereitet, der muss sich natürlich mit dem Thema beschäftigen, ja, der muss die Hadithe raussuchen, die Ayat und muss natürlich auch, ne, genau wissen, wie man es vorbereitet, was man dazu braucht. Deswegen, ne, das sind Tage, mit denen man sich beschäftigt. Deswegen, Alhamdulillah, ist das natürlich in erster Linie für mich, diese Erinnerung, aber natürlich, inshallah, selbstverständlich für euch, dafür seid ihr da. Und ich hoffe auch, dass ihr davon profitieren könnt. Und ich hoffe auch, dass die meisten, inshallah, freiwillig sind, dass nicht der ein oder andere, gut, ist alterabhängig, an den Ohren zum PC gezerrt wurde. Ich weiß auch nicht, wie das Alter jetzt ist jetzt in der Gruppe. Das wäre auch, vielleicht könnt ihr mal euer Alter mal schreiben, einfach im Chat mal schreiben, wie alt ihr so seid. Mashallah. Okay. Da ist die Bandbreite relativ groß, mashallah. Das freut mich auch. Ja, da haben wir, mashallah, so wie ihr selber seht, da haben wir von 11, was ich da gesehen habe, das Jüngste bis 66. Allahu Akbar. Habe ich jetzt nicht auch gedacht. Das war eigentlich adressiert an die Jugendliche. Aber alhamdulillah, das ist nach oben. Gibt es da keine Grenzen natürlich. Deswegen, alhamdulillah, ich bin ja auch nicht mal so der Jüngste. Deswegen gesagt, das ist Erinnerung vor allen Dingen an mich, inshallah, auch an euch. Alhamdulillah, es freut mich wirklich sehr, dass es wirklich, dass jedes Alter hier dabei ist. Alhamdulillah, wie gesagt, inshallah, werden wir davon gemeinsam profitieren. Ja, warum, wie gesagt, Erinnerung? Warum nenne ich das nicht der oder was anderes? Erinnerung braucht ja jeder Mensch. Warum? Weil der Mensch jener ist, der vergisst. Ja, das Wort im Arabischen Mensch, beziehungsweise Insan, ne? Insan heißt Mensch in Arabisch. Und da gibt es zwei starke Meinungen, von wo das abgeleitet ist. Also der ein Teil der Ulama sagt, das ist von Insan, von Nasiya, nun Sa'ya, ja, Nasiya. Und das ist ein Verb, das heißt vergessen. Ja, Insan, beziehungsweise jemand, der vergisst. Ja, und ein anderer Teil, beziehungsweise, was heißt Talu Ulama? Eigentlich sagt man so, das sind die zwei Hauptgründe, beziehungsweise was Insan bedeuten könnte oder von wo das abgeleitet ist. Das andere ist Hamza nun Sa. Ja? Hamza nun Sin. Und zwar das Wort Unsun. Unsun heißt Geselligkeit.
unter anderem. Es das heißt auch Versöhnung, soweit ich mich erinnern kann, und auch Vertrauen, aber auch Geselligkeit. Das heißt, Geselligkeit in dem Sinne, dass der Mensch ein Wesen ist, das nicht alleine bleiben kann. Er ist abhängig von der Community, er ist abhängig von Gesellschaft, er braucht die Gesellschaft, er kann nicht alleine leben. Ja, da sieht man natürlich auch, dass das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann, ja, ist, dass man ihn einzelhaft steckt. Ja, das ist einer der schlimmsten Folter für den Menschen. Einzelhaft ist sogar in manchen Ländern verboten und oder vielleicht beziehungsweise nur zu einem gewissen Maße. Aber wenn man ihn wirklich einzelhaft steckt und einzelhaft halten würde, wäre das natürlich schlimmer als viele, viele Torturen. Ja, vielleicht kennt ihr auch, ich erinnere mich gerade an diesen Film Castaway, glaube ich, hieß der, mit Tom Hanks. Und das ist eigentlich ganz gut dargestellt. Ja, ich mag jetzt nicht so gern Hollywood-Filme erwähnen, aber das war schon gut dargestellt. Und man zeigt, wie gesagt, da wird gezeigt, wie der Mensch, ne, ist auf der einsamen Insel. Er hat keinen zum Reden, zum Kommunizieren, keine sozialen Kontakte. Und dann hat er, wie gesagt, diesen Ball sich oder beziehungsweise gefunden und sich ihn als Gefährten genommen, hat er Augen und Nase hingemacht, ja, aufgezeichnet. Und ja, so dass man wirklich, ne, das, nicht mit denen kommuniziert, mit denen geredet. Und es war tatsächlich so, dass der Zuschauer wirklich sogar, also mir ging es zumindest so, dass der Zuschauer wirklich am Ende sogar traurig war, als der Ball, wenn es, glaube ich, ins Meer oder kaputt gegangen ist, ins Meer abgedriftet ist, da war man richtig traurig. Ne? Und deswegen diese Einsamkeit, die kann einem Menschen wirklich einen Knacks geben, psychische Krankheiten verursachen, wie auch immer. Das heißt, diese eine Sache, ne, diese eine Sache Unzun, der Mensch ist jemand, der Geselligkeit braucht, der Gemeinschaft braucht. Ja? Und das, was für uns jetzt interessant ist, diese Erinnerung, da komme ich jetzt zurück, dieses Nessia. Ja, vergessen. Insan ist ein Wesen, das vergisst. Ja, und was vergisst das Wesen in erster Linie? Das Geschöpf Allahs, die Gnaden, die ihn Allah gegeben hat. Ja, das ist das Erste, was der Mensch oder das Meiste, was er vergisst. Nehmen wir nur eine Sache wie die Krankheit bzw. die Gesundheit. Ja, jetzt, wo wir hier sitzen, wir machen uns nicht viel Gedanken über unsere Gesundheit, über die Ni'ma. Ja, aber die Gesundheit, subhanallah, ist eine große Ni'ma. Ja, und das weiß man wirklich, wenn man krank ist. Es gibt ist eine Aussage eines Alims, eines Gelehrten. Ich kann mir jetzt seinen Namen nicht erinnern, aber er sagt, das ist eine ganz berühmte Aussage. Ja, die Krone, des Gesunden auf seinem Kopf sieht nur der Kranke. Ja, tatsächlich. Es ist wirklich so, wenn wir krank sind, dann wird alles belanglos, wird alles unwichtig all um uns herum. Es geht nur darum, dass wir wieder gesund werden, und bei manchen Krankheiten ist man wirklich bereit, alles zu geben, was man hat, um wieder gesund zu werden, abhängig von der Krankheit. Das heißt, da sieht man die Wertigkeit von Dingen. Ja, wir verstehen die Gnaden erst dann, wenn sie nicht da sind. Ja, und deswegen Insan, er vergisst. Ja, oder zum Beispiel Durst. Ne, wir lassen das Wasser zu Hause laufen, ohne Gedenken, ohne Bedenken. Wir denken gar nicht, das könnte auch salzig sein, das könnte schmutzig sein, das könnte beschränkt sein, dass jeder Mensch vielleicht nur 2 Liter am Tag benutzen kann. Ja, aber wir haben keine Gedanken. Dann fragen wir die Leute, die das Wasser nicht haben oder schmutziges Wasser haben oder für Wasser vielleicht 5 Kilometer laufen müssen oder für Wasser bezahlen müssen, viel Geld bezahlen müssen, wenn sie überhaupt Wasser haben. Und wir verstehen diese Gnaden nicht, wenn wir sie nicht hätten. Wenn wir sie nicht hätten, dann würde Gold, Diamanten, Besitztum hätte keinen Wert neben Wasser. Subhanallah. Weil da sieht man tatsächlich den Wert von Wasser, wenn man sagt, Wasser ist das Billigste, das Günstigste, was man bekommen kann. Ja, aber dann, wenn es nicht da ist, dann hat es am meisten Wert. Allah beschütze uns so eine Situation, dass wir eines Tages ja in so, solchen Situationen kommen, in so einer Lage kommen, wo wir anfangen mit Wasser zu handeln, wo Wasser einen Wert hat von Gold. Sauberes Wasser. Ja, subhanallah, deswegen sind wir, werden wir so genannt, und ich glaube, das passt sehr gut. Ja, derjenige, der vergisst. Und deswegen nochmal, liebe Brüder und liebe Schwestern, ist dieser Ders, beziehungsweise unsere Sitzung, unsere Zusammenkunft als Erinnerung. Als Erinnerung, die wir brauchen. Und in diesem Sinne möchte ich ein Hadith auch euch vortragen, den ich sehr, sehr
gerne höre, wirklich spannend, weil das zeigt auch, dass die Sahaba nicht Übermenschen waren. Da finden wir viele Gemeinsamkeiten mit den Sahaba. Und ja, inshallah, ich vertrage euch mal diese vor. Ich denke mal, viele, viele kennen Hadith. Ja, gut, das ist auch eine Sache jetzt, was bezüglich der Erinnerung. Ich habe ja gesehen, das Altersspektrum ist von 10, 11 bis, ne, was wir schon hatten, bis 66, 67. Und da sind bestimmt auch einige unter euch, die viele Dinge, die ich heute vielleicht vortrage, nicht zum ersten Mal hören. Ja, das macht auch nichts. Das ist völlig normal. Ich meine, Allah Ta'ala hat uns nicht gesagt, lies den Koran ein oder zweimal. Ja, sondern immer wieder. Je mehr, desto besser. Ja, einmal im Monat den ganzen Koran lesen. Warum? Ja, wegen dieser Erinnerung. Und wegen den Dingen, die darin stehen, die man nicht immer direkt erfasst oder begreift. Ja, manchmal liest man den Koran, die Stelle hat man vielleicht 10, 20 Mal schon gelesen und dann kommt es einem vor, als ob man sie noch nie im Koran gesehen hat. Ja, Allah Ta'ala öffnet manchmal das Herz für bestimmte Stellen, bezüglich, ja, das ist abhängig von den Umständen, von der eigenen Gefühlslage, von den Problemen, ja, vielleicht wie konzentriert man liest, deswegen hier auch. Ne, manches bleibt nicht direkt hängen. Manchmal muss man 10-mal hören, um es richtig zu verstehen. Deswegen, Alhamdulillah, auch wenn man öfters wieder die gleichen Sachen hört, das ist gut, das festigt und ne, man kann noch mal anders reflektieren. Ich meine, man kann immer wieder auch neue Sachen herausholen. Gerade aus einer Aya, wisst ihr selber, die vielleicht schon Quran Tafsir hier bei Taiba gemacht haben oder woanders, was man aus einem Wort manchmal rausnehmen kann oder aus einer Aya. Man kann wirklich Bücher darüber schreiben. Deswegen, Alhamdulillah, ihr werdet immer wieder natürlich Dinge hören, die ihr hier hören oder in anderen Durus, in anderen Sitzungen, die ihr schon mal gehört habt. Ja? Also dieser Hadith ist von Sahih Muslim, ist dort geschrieben, ist ein bekannter Hadith, man nennt ihn auch Hanzala Hadith. Ja, da sagt der Sahabi, radiallahu anhu, Hanzala, er spricht in diesem Hadith. Ja? So, Handala sagt, radiallahu anhu, eines Tages begegnete mir Abu Bakr. Und er fragte, wie geht es dir, Handala? Ich sagte, Handala ist zum Heuchler geworden. Abu Bakr, radiallahu anhu, sagte, gelobt sei Allah. Was sagst du? Handala erklärte, wenn wir vor dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sind, versammelt waren und uns vom Paradies und im Höllenfeuer erzählte, fühlten wir uns, als ob diese von unseren Augen wären, vor unseren Augen wären. Aber als wir ihn verließen und uns mit unseren Frauen, Kindern, Ländereien und Gärten beschäftigten, vergaßen wir vieles. Abu Bakr sagte bei Allah, wir sind alle in der gleichen Situation. Da gingen wir beide zum Propheten. Und ich sagte, O Gesandter Allahs, Hanzal ist zum Heuchler geworden. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, fragte, was meinst du damit? Also Hanzala sagte, O Gesandter Allahs, wenn wir in deiner Gesellschaft waren und du uns über Höllenfeuer des Paradies erzähltest, fühlten wir uns, als ob sie vor unseren Augen stünden. Doch sobald wir nicht mehr in deiner Gegenwart waren, beschäftigten wir uns mit unseren Frauen, Kindern, Gärten und Ländereien und vergaßen vieles. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bei Allah, in dessen Händen mein Leben ruht, wenn ihr im gleichen Zustand verbleibt, in dem ihr mit mir wart, mit euren Gedanken bei Allah, würden Engel herabkommen, um euch die Hand zu geben, wenn ihr in euren Betten und auf den Wegen seid, doch Hanzala alles zu seiner Zeit. Ja, und das sagte er dreimal. Dies alles zu seiner Zeit. Und alles zu seiner Zeit ist eigentlich die Erklärung, Tafsir davon, alles hat seine Zeit. Ja, es gibt eine Zeit für den Dien, für Meditation würde ich jetzt, mag dieses Wort nicht, ja, für den Glauben, für die Azkar, für Dien, für Religion, für Gebet, für Ibadah halt. Und es gibt natürlich eine Zeit für die Dunya, für Dinge, für die wir verpflichtet sind zu tun. Und das beschäftigt natürlich, wie ihr seht, das haben die Sahaba natürlich auch gehabt. Und wie ihr seht, ich meine, hier reden wir von Abu Bakr, radiallahu anhu. Ja, er ist nach dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nach Ijma aller Gelehrten, der beste Mensch. Ja, der beste Mensch, Abu Bakr, der Siddiq, ja, er hat den Namen Siddiq, der stärksten Iman. Ja, der beste Mensch nach dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hat er selbst auch diese Schwäche in Anführungsstrichen, dass der Iman mit dem Weggang von dem Propheten oder nicht in seiner Anwesenheit sank, beziehungsweise weniger wurde. Ja, weil wir beschäftigt sind mit anderen Dingen.
Ja, das heißt, wenn Abu Bakr schon so war, ne, diejenigen, die die beste Generation waren, die immer mit Koran waren, die so viele Ibadah gemacht haben, da sind wir natürlich weit davon entfernt. Deswegen freut mich ja dieser Hadith, dass man sieht, sie waren keine Übermenschen, sie haben ähnliche Probleme wie wir. Und wir haben das natürlich auch. Wir haben das natürlich mehr als die, ja, weil wir natürlich sind umgeben von der materialistischen Welt, die eigentlich vielleicht, Allah weiß am besten, vielleicht nie so entwickelt war wie jetzt. Ne? Wir sind ständig umgeben ihr wisst selber, ich muss es nicht erwähnen, ich meine, ich bin jetzt ein bisschen älter. Damals, als wir noch keine Handys hatten, ja, war das auch schon schwierig. Ne? Radio ins Auto gesetzt, Radio, morgens aufgewacht mit Radiowecker. Die Ablenkung war damals auch schon enorm, geschweige denn heute natürlich. Ja, darüber müssen wir nicht reden. Jeder weiß am besten, was um uns passiert. Ja, wir sind, hier wird geredet, Frauen- und Kinderbeschäftigung, Gärten und Ländereien. Das sind die Verpflichtungen des Menschen, die er erfüllen muss. Geschweige denn Dingen, die einen kein Sinn, kein, von Dingen, die keinen Sinn machen. Ne? Am Handy 2, 3 Stunden rumklicken und Videos gucken, ist es schwierig. Ne? Wir können das Rad nicht zurückdrehen. Wir leben nun mal in so einer Zeit und deswegen, wir müssen das Beste versuchen. Deswegen ist es ja auch so, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, dass die, ja, in einer Sitzung hat er gesagt, meine Brüder, das ist auch ein längeres Hadith, und die Sahaba fragten, sind wir nicht deine Brüder, ihr seid meine Gefährten, die Brüder sind diejenigen, die nach mir leben werden, ja, und die werden 50 Mal mehr Belohnung bekommen als ihr, ja, aufgrund der Zeit, in der wir natürlich leben, weil im anderen Hadith heißt es natürlich auch, es wird eine Zeit kommen, wo es so schwer sein wird, den Dien zu wahren und zu halten, wie eine heiße Kohle, eine glühende Kohle in der Hand. Subhanallah. Also besser kann man es nicht beschreiben. Was haben wir mit der Kohle? Man will sie loswerden, die ganze Zeit. Ja? Egal, was man guckt, ja, sieht in der Gesellschaft heute, es ist tatsächlich so, dass gut schlecht geworden ist, schlechte gut geworden ist. Ich meine, was habe ich gesehen? Diese Astaghfirullah, letzte Woche habe ich nur Artikel gelesen über diese European Contest of Music. Ich kann mich erinnern, damals war bei uns war das Schnulzen und Schlagersänger. Heute, was normal geworden ist. Ja, ich glaube, da ist eine Band aus Deutschland, Lord of the Lost. Ich meine, er sagt direkt Scheitan. Und dass sowas überhaupt möglich ist, dass sowas reden darf, dass sowas in der Fernsehsendung ja sich profilieren darf, ja, dass sie ihnen was zu sagen haben, ja, und wir diejenigen, die eigentlich die Träger der Wahrheit sind, inshallah, die geleitet sind, die Muslime sind, die Allah glauben, die das Gute gebieten, das Verwerfliche verbieten, wir haben zu schweigen, wir dürfen nichts sagen, wir haben keine Stellung, ja, deswegen, subhanallah, die Welt steht schon im Kopf, was das angeht. Deswegen, Alhamdulillah, ist unser Sabr ist ein anderer Sabr als die Sahaba hatten. Wir brauchen andere Art von Sabr. Ich sage nicht besseres, aber andere Art von Sabr. Ja, deswegen, Alhamdulillah, ist diese Belohnung vielleicht umso größer. Ja, und das zeigt auch in diesem Hadith zum einen, ne, dass wir vergessen, so wie die Sahaba auch die Erinnerung brauchten, die gegenseitige Erinnerung, vor allem, ne, von den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und untereinander natürlich auch. Was im anderen Hadith auch gezeigt, was im Hadith auch bewiesen wird letztlich, dass diese andere These von Insan, woher Insan stammt, von Gesellschaft, beziehungsweise jemand, der Gesellschaft braucht, ja, dass die Sahaba die Gemeinschaft brauchten. Ja, die waren zusammen, die waren mit dem Prophet zusammen, die haben zusammen seine Khutbas gehört, die haben, ne, so wie wir Jummah, wir brauchen diese Gemeinschaft. Und deswegen, Alhamdulillah, hoffe ich sehr, dass wir von dieser Sitzung, von dieser Reihe, inshallah, ich denke mal, es wird 4, 5 Sitzungen, mal gucken, wie weit wir kommen, inshallah, sein. Und ich hoffe, dass wir alle, die wir hier sind, versammelt sind, auch davon profitieren können. Und die Ergebnisse, ja, die kann man nur an der Änderung selber sehen. Ne, wir hatten jetzt vor kurzem auch Ramadan gehabt, und wie oft haben die Ulama gesagt, das Zeichen, dass Ramadan von euch angenommen wurde,
ist, wenn ihr besser geworden seid als zuvor, dass ihr ein bisschen mehr Koran liest, versucht mehr nachts zu beten, euch mehr von Sünden fernhält, dass sich etwas in eurem Leben getan hat, das ist ein Zeichen, dass man von einem Ramadan, vom Fasten profitiert hat. Hier genau dasselbe. Ja, die Sitzung ist kein Eigenzweck. Wir kommen nicht um, ja, weil wir kommen müssen oder weil andere uns gesagt haben, sondern wir müssen verstehen, dass es natürlich für uns selber ist. Ja, und wir müssen davon profitieren. Ansonsten macht es keinen Sinn. Ja, das ist genauso wie jemand vielleicht jeden Tag zum Training geht, zum Fußballtraining meinetwegen, da 1, 2 Stunden trainiert und das ein Jahr lang macht und nach einem Jahr sieht man ihn wieder und hat sich nichts getan. Keine Technikverbesserung, kein besserer Spieler geworden. Fragen wir, okay, was hast du gemacht? Du hast letztlich deine Zeit vergeudet. Wozu? Dann hättest du was Besseres gemacht. Dann musst du gar nicht, am besten vielleicht sogar zu Hause vielleicht kochen lernen oder Wand anschauen, vielleicht macht das mehr Sinn, oder als seine Zeit zu vergeuden und sie so viel Mühe reinzustecken. Deswegen natürlich, Juhud, es ist hier teilzunehmen, ist Juhud. Man nimmt einen Teil seiner Zeit, man opfert einen Teil seiner Zeit und nicht lange, inshallah, man versucht das auch so zu halten, dass die Leute auch, dass man auch zuhören kann, dass man konzentriert sein kann. Deswegen soll man auch nicht grundsätzlich sehr lange machen. Und es geht darum wirklich, dass man etwas daraus nimmt, ja. Und Allah sagt auch im Koran, in Surat Al-Anfal, wa la takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ja, das finde ich auch eine sehr wichtige Ayah, und Allah Ta'ala sagt, und seid nicht wie diejenigen, die sagen, wir hören, wo sie doch nicht hören. Ja, wie viele sagen, ja, ne, ich weiß, ich kenne Islam, ich bin Muslim. Hören zu, ne, man kann eine Stunde mit denen reden über Islam, ja, ich höre, aber danach keine Änderung. Ja, keine Änderung, nichts hat sich getan. Und sagt, ja, ich höre, ich weiß, ne, ich habe das schon mal gehört, aber ohne Änderung, das heißt, er hat nicht richtig gehört. Ja, und manche sagen, der Mensch hat 2 Ohren, weil es da reingeht und schneller daraus durch so quasi. Ja, aber andere sagen natürlich auch, der Mensch hat 2 Ohren und einen Mund, das kennt ihr vielleicht auch, weil der Mensch natürlich erst lernen muss, bevor er redet. Ja, das ist ganz wichtig, wie gesagt, nicht nur die Ohren offen zu halten, ist kein Kunststück, die sind automatisch offen, nicht wie bei den Augen, aber natürlich das, was man hört, richtig zu verarbeiten, ja, Tadabbur, richtig darüber nachzudenken, in seinen Charakter einzubauen, wie auch immer, jeder hat verschiedene Techniken. Ja. Und Allah Ta'ala sagt auch in der nachfolgenden Ayah, Moment. Ja. Inna sharra dawabi 'inda Allahi summul bukmu alladhina la yaqilun. Er sagte, gewiss, die schlimmsten Tiere oder Wesen, Geschöpfe bei Allah sind die Tauben und Stummen, die nicht begreifen. La yaqilun. Ja, das heißt Aql. Allah Ta'ala hat uns Aql gegeben, dass wir mit diesem Verstand, Aql, die Dinge verarbeiten, die wir hören und lernen. Ja, das heißt, die Ohren alleine reichen nicht. Ne? Dazu braucht ihr Verstand. Und ich finde das auch interessant, weil wir haben zum Beispiel mit den Augen was Ähnliches. Ja, sehen und sehen ist nicht gleich. Ja, wir alle sehen, aber Allah Ta'ala sagt, das Sehen mit dem Herzen, das ist was anderes als mit dem Augensehen. Ja, Allah Ta'ala sagt, fa'innaha la ta'amal abasar, walakin ta'amal qulubu lati fi sudur. Und Allah Ta'ala sagt, denn nicht die Blicke, nicht die Augen sind blind, sondern blind sind die Herzen, die in den Brüsten sind. Ja, deswegen, da muss eine Verbindung sein zwischen dem, was man sieht und wie man es aufnimmt, wo man es verarbeitet. So, natürlich habe ich eben schon gesagt, das, was man lernt, ist für einen selber. Ja, und ich möchte euch auch dazu anspornen, dass wirklich jetzt bewusst mit Yakin, ja, die Nia jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt verstehen, ich möchte jetzt ändern, weil wie zum Beispiel in der Schule, ne, viele verstehen, man hört das immer wieder, du lernst für dich, ja, Sohn, Tochter, jeder kennt das schon, aber das auch wieder, so, ne, sie hören, aber sie verstehen nicht wirklich.
Ja, man versteht oft, wenn es leider zu spät ist. Ja, ich weiß, bei mir ging es so ähnlich. Ne, die Schule hat man so hingenommen, man hat nicht richtig verstanden, bis man vielleicht die 10 Jahre durchgemacht hat oder 13 Jahre damals war bei uns, und dann steht man dort und weiß immer noch nicht, warum man eigentlich in der Schule war, bis einem klar wird, okay, wir Jobsuche, und dann hätte ich doch, wäre ich doch, was es natürlich im Islam nicht gibt. Ne? Hätte ich das gemacht, hätte ich jenes gemacht, hätte ich mich ein bisschen bemüht, hätte ich bloß verstanden, dass es für mich war und nicht für meine Eltern. Inshallah. Tamam, wo sind wir stehen geblieben? Also verzeih nochmal, inshallah, soll nicht nochmal vorkommen, gerade jetzt am ersten, das ist jetzt nicht so üblich. Ja, Alhamdulillah, wir waren, wie gesagt, an der Stelle, ne, dass man von dem profitieren muss, bevor es zu spät ist. Ja, deswegen nochmal, wenn man nicht richtig versteht, dass es für einen selber ist, ist es manchmal zu spät. Ja, wie zum Beispiel in der Schule, man macht seine 10, 12, 13 Jahre, und man versteht nicht, 13 Jahre lang versteht man nicht, warum man dort gesessen hat. Ja, und dann, wenn man dann die Schule beendet hat, dann steht man dort, ne, versucht sich irgendwie im Leben klarzukommen, und merkt langsam, hätte ich, wäre ich, was im Islam natürlich nicht gibt, ist von Shaitan, aber leider ist zu spät. Ja, entweder nimmt man dann in einen Job für wenig Geld, ne, wo man sich kaputt ackern muss, oder man kommt auf Umwegen wieder quasi auf das Pferd, wie man sagt. Ja, dann Abendschule, Bemühungen, muss man auch Geld bezahlen, nebenbei arbeiten, vielleicht lebt man alleine sogar, da wird es alles komplizierter. Ja, wenn man zu spät begreift, dass man wirklich für sich selber macht. Aber letztlich im Dien ist es natürlich noch viel, viel wichtiger, weil dort, wenn einmal das Leben natürlich vorbei ist, gibt es kein Zurück. Die Schranke ist einem zu, und da gibt es keine Möglichkeit um Nachprüfung. Deswegen müssen wir jetzt diese Nier wirklich jetzt fest vornehmen, egal was man macht im Dien, dass man es mit der richtigen Absicht macht, dass man selber davon profitiert. Und deswegen kommen wir zu einem zweiten Punkt, die Nier. Ja, wir haben noch diesen Ders nicht angefangen, das ist immer noch kurz die Einleitung. Und zwar die Absicht natürlich ist entscheidend. Ne? Wie jedes Hadithbuch, die 40 Hadith von Nawawi oder Bukhari, das erste Hadith letztlich, das in Hadithbüchern steht, ist innamal a'malu binniyat, kennt ihr. Ja? Innamal a'malu binniyat bedeutet natürlich, dass jede Tat nach seiner Absicht gezählt wird, ja, oder bewertet wird. Ja, warum sind Amal überhaupt wichtig? Ja, warum sind Amal wichtig? Jeder würde sagen, natürlich ist Ibadah, man soll Allah da zurück glücklich machen. Amal sind wichtig, weil es sind letztlich deine Freunde. Amal, die Taten, sind deine Freunde, ja, die dich begleiten werden. Ja, nach dem Hadith, der Prophet Sassam sagte, Mayyit, ne, den Toten werden drei Dinge begleiten zu seinem Grab. Das ist seine Familie, sein Gut und seine Taten. Zwei gehen zurück und eins bleibt. Familie und das Geld, der Reichtum. Reichtum bleibt, beziehungsweise geht zurück. Und was bleibt? Die guten Taten. Ja, und wenn man sich vorstellt, wo wir alle landen werden, in Barzach, unserem Grab, das schon geschaufelt ist, das ist schon geschrieben, wo wir liegen werden, wo wir die Achere betreten werden, wo wir die Dunja verlassen werden, und nichts wird mit uns sein, außer den Taten. Und das muss man wirklich mit Yakin begreifen. Ja, dass man seine Zeit nicht vergeudet, dass man seine Zeit nutzt, soweit es geht. Wir sind nicht Sahaba, ist ja schon klar, aber dass wir so viel mitnehmen können, wie es geht, weil der Prophet Sassam hat auch gesagt, die Menschen, der Gläubige wird bereuen nach dem Tod. Alle werden bereuen nach dem Tod. Es werden bereuen diejenigen, die Schlechtes getan haben. Und es werden aber auch die bereuen, die nicht noch mehr getan haben. Ja, wir werden alle bereuen. So oder so werden wir bereuen. Deswegen müssen wir uns jetzt darauf vorbereiten.
Und die Frage ist auch, welche Taten nehmen wir mit? Das sind natürlich nur die Taten mit der richtigen Absicht. Ja, die werden letztlich die Taten sein, die uns helfen werden. Weil gute Taten, wenn ihr so wollt, machen die Nicht-Muslime auch. Ne, jemand zu helfen, einen Hund zu tränken, dem Nachbar gut zu sein, ein nettes Wort, das sind alles gute Taten und das machen die Kuffar genauso. Aber sie werden nicht dafür belohnt. Ja, wir werden nur belohnt, beziehungsweise die Taten, die wirklich zählen, die mit uns im Grab werden, die uns, wie sagt man, Licht geben werden oder Ruhe geben werden, das werden diese Taten sein mit der richtigen Absicht, die Niyya. Ja, die Absicht muss gereinigt sein. Und was ist eine gute Tat, beziehungsweise die richtige Tat? Die Ibadah. Ja, Ibadah ist nicht nur Saum, ist nicht das Fasten, nicht das Gebet, das Hadsch, nicht allein. Ibadah kann jede Tat sein. Ja, jede Tat sein, die zum Wohlgefallen Allahs getan wird, ist eine Ibadah. So haben die Ulama auch die Ibadah definiert. Ja, alles in Wort und Tat zu Allahs Zufriedenheit. Ja, das heißt, man kann selbst, wenn man klug genug ist und versteht, kann man alles, was man am Tag tut, aus vielen Dingen eine Ibadah machen, wo man gar nicht drüber nachdenken würde. Auch Essen zum Beispiel. Essen kann eine Ibadah sein, wenn du sagst mit Bismillah. Ja, wenn du isst, damit du beten kannst, damit du nachts aufstehen kannst, dass du oder einem anderen Muslimen helfen kannst, körperlich, dass du, ja, das kann eine Ibadah sein. Oder wenn du einen Kühlschrank aufmachst, ja, dir was zu essen, dann sagst du, Subhanallahu Akbar, ist eine Ibadah. Ja, wenn man versteht, ja, die Gnaden zu preisen, ja, die du im Kühlschrank findest, über die man nie nachdenkt, das kann eine Ibadah sein. Ja, das ist nicht im Supermarkt, alles das, was im Kühlschrank findet, ist natürlich für Allah. Jede Sunna, die man macht, ist eine Ibadah. Parfüm zum Beispiel, subhanallah, ist eine sehr schöne Sunna, die ein bisschen vergessen geraten worden ist, weil es sind von den drei Dingen, die der Prophet zusammen sehr geliebt hat. Von den drei Dingen war das Parfüm. Parfüm zu nehmen, zu benutzen, ist eine Ibadah. Die Nicht-Muslime benutzen Parfum, stimmt? Stimmt. Die nutzen, benutzen Parfum, die wollen gut riechen, ja, und gut duften. Und für uns kann das sogar eine Ibadah sein. Und diese Ibadah, ja, die Ibadah kann für uns selber nützlich sein und für andere. Ja? Es kann selber nützlich sein, natürlich, das andere, ne? Wie sagt man, dass man die Sunna benutzt? Man wird dafür belohnt, das ist eine Ibadah. Und es nützt natürlich anderen auch, weil sie den Duft ja, ne, merken, sobald man im Gebet steht oder ja, das bringt Wohlgefallen. Und es ist nicht umsonst, dass auch Düfte, nach medizinischen auch Untersuchungen, haben sie auch festgestellt, dass bestimmte Düfte auch eine positiven Einfluss auf den menschlichen Zustand haben kann. Ja, und alles, was Ibadah ist, wie gesagt, ist die gute Tat, die wir mit ins Grab mitnehmen. Und wenn keine Absicht dabei ist oder die falsche Absicht, dann kann die Ibadah genau das Gegenteil sein. Ja, dann kann die Ibadah zu Riya führen, zu Schirk führen. Ja, zum Beispiel auch jetzt, inshallah, wir sitzen hier, inshallah, mit der richtigen Absicht. Ja, aber das kann auch mit Riya sein, dass jemand sagt, oh, ne, der macht so viel, der lernt hier, die Eltern ja, sind stolz auf das Kind oder wie im Gebet auch. Ne, zwei können in der Moschee beten, die machen dasselbe Gebet, aber eine macht das für Allah, die machen ha genau dasselbe. Der eine macht das für Allah und der andere macht das, damit die anderen ihn sehen. Und der eine wird dafür bestraft und der andere wird dafür belohnt. Ja, es gibt ein Hadith von dem Propheten, das haben wir überliefert. Da heißt es von Ahmed wird es überliefert: Das, was ich am meisten für euch fürchte, ist der kleine Schirk. Ja, als er danach gefragt wurde, Salasam sagte er, etwas zu machen, um dabei gesehen zu werden. Das heißt, er hat nicht uns, wie sagt man, gefürchtet um uns, dass wir plötzlich Statuen anbeten, dass wir Kufre machen, dass wir große, schlimme Sachen machen, sondern dieser Ria, die tagtäglich passieren kann. Ja, und da muss man sehr, sehr aufpassen. Deswegen muss man seine Absicht jedes Mal, manche Ulama sagen, jeden Tag die Absicht, was heißt manche, alle sagen das, dass man seine Absicht jeden Tag nochmal erneuern muss. Ja, am besten vor jeder Tat.
Ja, das gehört nicht dazu, dass man Bismillah jedes Mal sagt, sondern wirklich wissen, warum man etwas sagt oder etwas tut. Ja. Und hier eben ist es auch nicht um, ne, die Sitzung ist kein Eigennutz, um unser Gewissen zu beruhigen. Für mich, ja, das ist auch ganz wichtig, bin ich hier, weil ich besser bin oder weil ich eine Stellung habe oder damit andere sagen, oh, der gibt Unterricht. Nein, es geht darum, dass ich auch eine Ibadah mache, dass ich eine Verpflichtung habe, dass ich eine Ermahnung ausführen muss, dass ich, ja, und wie gesagt, auch für mich selber den Eigennutz bzw. Nutzen ziehen muss. Ja, deswegen ist Ibadah in erster Linie für einen selber immer, aber auch für die Gemeinschaft, für alle anderen kann das auch sein. Ja, denn wir kennen das ja auch. Ja, Besserung zu bringen, ja, und Besserung in der Gesellschaft zu bringen, muss man sich ja selber ändern. Ja, denn Allah Ta'ala sagt im Koran, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Das heißt, Ibadah ist in erster Linie für uns selber ein Nutzen und natürlich auch für die Gesellschaft. Wie Parfum zum Beispiel, selber Nutzen für uns. Ja, wir sind aber auch Vorbild für andere, die das vielleicht auch dann machen. Und dann kommt das wieder natürlich auf uns zurück. Ne? Diejenigen, die da vielleicht Parfum nicht benutzt haben, dann die Moschee aber ein Parfum kommen, das kommt natürlich auch zurück für uns, auf uns auch zurück. Deswegen auch Vorbild sein mit jeder Ibadah. Ja, deswegen, es ist ein Ziel, die Gesellschaft mit jeder Ibadah auch zu verbessern. Und oft ist es ja auch so, dass man nicht den Sinn, beziehungsweise nicht den Sinn, Astaghfirullah, aber den Nutzen aus der Sunna nicht versteht. Ja, weil wir werden für die Sunna belohnt, aber wie gesagt, beim Parfum hat so viele Nutzen, ja, dass es auch nicht für ihn selber ist, sondern für alle anderen auch. Ja, dass sie es auch benutzen, ja, dass man selber auch davon hat. Und Allah Ta'ala, ja, sagt das auch. Der Prophet Sassam sagte im Hadith zum Beispiel über den Friedensgruß, ja, ihr kommt nicht ins Paradies, wenn ihr nicht richtig geglaubt habt und ihr habt nicht richtig geglaubt, wenn ihr einander nicht liebt. Soll ich etwas sagen, womit ihr einander lieben lernen werdet? Verbreitet den Friedensgruß untereinander. Ja, das ist, ne, Salamu alaikum zu sagen, ist eine Sunna, aber wir wissen noch nicht mal, was wirklich dahinter steckt. Und hier sagt der Prophet Sassam, um die Liebe auf untereinander, den Frieden, beziehungsweise die Stärke zwischen den Geschwistern zu stärken. Dazu ist die Sunna da. So, das war eine kleine Einleitung, liebe Geschwister. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema selber. Ja, worum geht es in diesem Ders? Und zwar, wir haben den Ders genannt, Allahs Worte und du. Ja, die Worte Allahs und du. Ich habe extra diesen Titel gewählt, nicht Koran, ja, sondern Allahs Worte. Warum habe ich das gemacht? Weil wir nicht verstehen wirklich. Wir reden viel vom Koran, aber es fehlt uns manchmal an Yakin zu begreifen, was wirklich Koran ist. Ja? Wir haben vergessen, dass Koran nicht ja, ein einfaches Buch ist, wie viele andere Bücher sind. Ja? Man sagt oft, Koran ist das meistgelesene Buch auf der Welt. Ich bin sehr dagegen, dass man sowas sagt. Ja, den Koran kann man so wie viele andere Bücher auch in vom Buchladen kaufen, aber der Koran hat mit allen anderen Büchern nichts gemein, außer vielleicht die äußere Form. Ja, denn der Koran ist ein sowieso, ihr wisst selber, der Koran wurde nicht herabgesandt, das Buch, was später natürlich zusammengefasst wurde unter den Sahabern. Koran war das offenbarte Wort natürlich. Und bei vielen, und Allah Ta'ala sagt im Koran, ja, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ja, was ist der Unterschied zwischen den Büchern, die der Mensch geschrieben hat und was Allah Ta'ala herabgesandt hat? Jedes Buch in dieser Welt, ja, hat Auflagen, wird verbessert, ob es Rechtschreibfehler sind, ob es der Inhalt ist, ob wir fortschrittlicher geworden sind. Wir haben viele Dinge neu entdeckt. Da mussten viele Dinge wieder ja, umgeändert werden. Andere Dinge wurden negiert. Andere Bücher wurden komplett uninteressant.
weil die Wissenschaft was anderes bewiesen hat. Aber ihr solltet euch mal vorstellen, der Koran. Ihr wisst selber, der Koran, wo er herabgesandt wurde. Und das Wunder vom Koran ist wirklich, wie Allah Ta'ala sagt in dieser Aya, dass sie eben, wenn er von jemand anderem wäre als von Allah, würden sie in ihm wahrlich viel Widerspruch finden. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch diese Reihen von Sheikh Zandani aus Jemen. Es gab vor 20 Jahren tauchten Videos auf, wo er sich mit Wissenschaftlern getroffen hat, um die Wunder des Koran zu zeigen. Und subhanallah, wir nehmen den Koran nicht als wissenschaftliches Buch. Ja? Wir nehmen den Koran natürlich in erster Linie als Rechtleitung, wir nehmen den Koran als zur Bildung zu Charakter, aber wir haben Wissenschaft im Koran drin. Es stehen Dinge drin, die wirklich auch die Wissenschaft herausfordert. Und das besonders im Koran. Und wenn wir bedenken, dass der Koran vor 1500 Jahren circa herabgesandt worden ist, auf jemanden, der nicht des Schreibens und Lesens kundig war. Und stellt euch die Umstände vor. Ja, in der Wüste vor 1500 Jahren, wo die Leute ein einfaches Leben gelebt haben. Und dass in diesem Buch Dinge stehen. Dinge stehen, die wir heute erst verstehen und die sich sogar mehr und mehr bewahrheiten. In allen Büchern ist es eigentlich andersrum. Jedes Buch ist ein Verlust quasi. Jedes Buch wird korrigiert. Jedes Buch zeigt Fehler auf, aber nicht der Koran. Nicht der Koran, im Gegenteil, er wächst mehr. Er wird, je mehr wir von der Wissenschaft erfahren, wird das ein größeres Wunder für die Menschen. Subhanallah. Frank, die kennt das bestimmt. Da waren auch diese Wissenschaftler zum Beispiel die Sheikh Zandani eingeladen hat, aus verschiedenen Bereichen, aus der Medizin, aus der Naturforschung, Seeforschung. Und Spaner, manche sind davon, die waren so erstaunt davon. Also die waren überzeugt, das kann nicht von einem Menschen kommen, dass wirklich einige von die Schahada gesagt haben. Das waren Leute aus Japan, weiß ich, Amerika. Ist ganz interessant wirklich zu sehen. Und es ist wirklich spannend, dass zum Beispiel nur, dass die Entwicklung des Embryos im Bauch der Mutter beschrieben wird. Ja, so, ich meine, wenn nur ein Fehler da gewesen wäre, könnte man den ganzen Koran letztlich in Frage stellen. Aber umso mehr wir wissen, desto erstaunlicher ist es, dass wirklich diese Sache so genau beschrieben wird. Ja, oder die Teilung der Meere, beziehungsweise diese Membrane zwischen den Meeren. Die Membrane zwischen den Flüssen und den Ozeanen, das ist eine Zwischenmembrane. Das heißt Membrane, dass sich Wasser und Süßwasser, Salzwasser und Süßwasser nicht miteinander vermischt. Subhanallah, das steht im Koran. Das haben die Geologen, die Meeresgeologen jetzt erst erforscht. Dass es selbst im Ozean so quasi Quadranten gibt, im Ozean, wo die Salzinhalte oder Salzgehalte von Quadrant zu Quadrant unterschiedlich sind. Das steht im Koran. Subhanallah. Ja, das beweist nochmal ja, wie gesagt, diese Besonderheit vom Koran, dass es wirklich ein göttlichen Ursprungs hat. So, und das ist etwas, was wir natürlich, ne, deswegen meinte ich Allahs Wort, ne, Koran, wir reden schnell über Koran, es ist tatsächlich Allahs Wort. Entweder oder, es gibt keine Grauzone. Man sagt im Das war vielleicht kein gutes Beispiel, aber ich muss immer wieder, aber das stimmt, ne? Man sagt ja im Deutschen, es gibt nicht ein bisschen Schwanger. Entweder oder. Wenn Allah existiert, ja, dann ist Allah Ta'alas Wort, der Koran, zu uns, an uns gerichtet. Ja, und wir müssen wieder das Yakin haben, was Koran wirklich ist. Es ist Allahs Wort. Es ist kein Buch oder nicht das meistgelesene Buch der Welt. Es ist Allahs Wort, an uns gerichtet. Entschuldigung, ein bisschen diese Verzögerung, wie gesagt, technisches Problem. Ich muss immer auf einen anderen Bildschirm gerade gucken. Okay. So, natürlich, Koran wurde herabgesandt und Allah Ta'ala sendet nichts herab ohne einen Grund. Diese Yakin müssen wir auch haben. Allah sendet Regen, ja, damit daraus Früchte hervortreten. Eben haben wir vom Kühlschrank geredet. Sobald wir Kühlschrank aufmachen, nichts würde dort drin sein ohne den Regen. Und deswegen umso erstaunlicher, wenn Leute über den Regen schimpfen, fluchen, schon wieder Regen. Die, die nicht Regen haben, die wissen, was Regen bedeutet. Es wurde mit einem Grund gesandt und es ist Segen darin. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch, als ich mal in arabischen Ländern gelebt habe, arabischen Land,
Ja, subhanallah, ich hab gesehen, dass Leute gefeiert haben, weil es geregnet hat. Ja, das kannten wir gar nicht aus Deutschland. Genau das Gegenteil. Die wussten diese Baraka, diese Seltener, was wir am Anfang geredet haben, diesen Wert von Wasser, beziehungsweise von dem, wenn es nicht da ist und nicht genug davon da ist. Und die Leute haben wirklich, die haben gefeiert, die sind auf die Straße gegangen, getanzt. Und es gab Leute, die sind wirklich mit dem Auto, sind in den Regenwolken hinterhergefahren. Das habe ich wirklich mit eigenen Augen gesehen, subhanallah. Ja, deswegen, der Wind wird auch aus Gnade, aus seinem Sinn, alles, was Allah Ta'ala schickt, ist alles mit einem Grund. Deswegen auch der Koran, es hat einen Grund. Ja, Koran wurde herabgesandt, um was zu tun, um den Charakter des Menschen zu verbessern. Das ist in erster Linie der Sinn des Koran. Und leider, der Koran wird für vieles benutzt, nur nicht dafür, wofür er wirklich herabgesandt worden ist. Nämlich den Charakter des Menschen zu verbessern. Denn Aisha wurde einmal gefragt, ja, kamen Leute an ihre Tür, wie ist der Charakter des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte, er ist Koran auf zwei Beinen. Ja, wir hängen Koran an die Wand, ja, oder ganz kleine Büchlein an die Rückspiegel. Ja, aber wir benutzen nicht den Koran dafür, wofür er wirklich herabgesandt worden ist. Umso erstaunlich ist, dass ist alles schon gut, dass man lesen lernt, dass man den Koran liest und man wird auch dafür belohnt, man darf sich kleinreden, aber trotzdem, der Sinn der Sache ist nicht zu lesen, um ihn zu verstehen. Der Koran ist dafür da, damit die Menschen sich durch den Koran ändern, damit die geformt werden, dass sie geschliffen werden wie Edelsteine. Und dieses Perfektum, dieses absolute Ultimatum ist halt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, er war der Koran, sein Charakter war der Koran und dafür wurde herabgesandt und nicht wie gesagt, damit wir die Verse irgendwo an die Wand hängen und damit die Leute sehen, dass sie Muslime sind und in Geschäften. Schön und gut ist nicht verboten, aber ist nicht die Aufgabe des Koran. Der Koran soll sich in uns widerspiegeln. Ja, die Leute müssen durch uns sehen, dass wir Koranträger sind. Auch nicht durch den Bart, nicht durch Hijab, nicht durch Äußerliche, sind auch alles wichtige Sachen, aber in unserem Achlak. Ja, wie wir untereinander umgehen, wie wir mit unseren Eltern umgehen, wie wir mit den Nachbarn umgehen, Verhältnis zu der ganzen Schöpfung, mit Tieren, mit Wissen, egal was, das ist der Sinn des Koran. Deswegen hat Allah Ta'ala den Koran herabgesandt, damit wir dadurch damit wir besser werden, damit wir dadurch geformt werden durch den Koran. Das ist der Sinn des Korans. Ja. Warum dieses Thema? Na, viele würden auch sagen, es gibt so viele Probleme auf dieser Welt. Ob es jetzt die Leute vielleicht zur Moschee zu rufen, wir haben politische Probleme, wir haben Hungersnot, also. Ja, ist ja in Ordnung, man soll sich auch mit diesen Bereichen beschäftigen, auf jeden Fall, aber letztlich, man muss verstehen, wo die Wurzel des Problems ist. Ja, das sind Symptome letztlich. Ein guter Arzt letztlich auch. Ein guter Arzt schaut nicht, beziehungsweise behandelt nicht die Symptome. Die werden auch behandelt, ja, damit der Schmerz gelindert wird, direkt, aber damit es einem besser geht, aber letztlich wird die Krankheit wieder hervorheben, beziehungsweise auftreten oder an die Oberfläche kommen. Wenn die Ursache nicht bekämpft wird. Ja? Und die Ursache ist letztlich in der Umma die Entfernung vom Koran. Das ist die Ursache jeden Übels. Denn Allah Ta'ala sagt auch im Koran: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Okay? Allah Ta'ala sagt im Koran: Wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen. Ja, und das ist letztlich der Grund des Übels unserer Lage, die Entfernung vom Koran. Wir lesen nicht mal Koran mit Tadabbur, mit Nachdenken. Wir nehmen nicht die Lehren aus dem Koran. Und haben wir auch oben nicht die Ayat zitiert, wo es heißt, dass Allah Ta'ala die Lage eines Volkes nicht ändern wird, bis wir das ändern, was in uns selber ist. Und wie ändern wir das, was in uns selber ist? Mit dem Koran. Der Koran ist letztlich ist nichts anderes als
die Leitung natürlich als ein Kompass, ja, eine Rechtleitung. Sie gibt, der Koran gibt uns auch die Richtung an. Ja, und jeder, der behauptet, ohne Kompass, ja, in einer dunklen, sternlosen Nacht euch aus der Dunkelheit rauszuführen, bezeichnet ihn ruhig als Lügner. Ja, und Allah Ta'ala sagt, der Koran ist, damit die Menschen leitet, aus der Dunkelheit ans Licht. Und jeder, der was anderes behauptet, ist entweder ein Lügner oder ein Jahil oder ne, hat kein Wissen vom Koran, folgt ihm nicht. Ja, die Leitung ist nur der Koran. Und Allah Ta'ala sagt, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'ana huda. Ja, das ist der Beweis, der Monat Ramadan ist es, in der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist. Da nochmal, der Koran ist die Rechtleitung, der Kompass für uns, um uns aus Dunkelheiten ans Licht zu führen. Und folgt nicht jenen, die zu etwas anderem rufen. Wala tuti'i man aghfalna qalbahu. Wala tuti'i man aghfalna qalbahu an dhikrina. Wattaba hawahu. Wa kana amruhu furuta. Und gehorcht nicht jemanden, dessen Herz wir unserem Gedenken gegenüber unachtsam gemacht haben, der seiner Neigung folgt und dessen Angelegenheit durch Maßlosigkeit ausgezeichnet ist. Ja. Folgt nicht jemanden, der keinen Kompass hat oder behauptet, einen anderen Kompass zu haben. Weil letztlich Allah Ta'ala sagt, er macht nichts anderes, als dass er deiner Hawa folgt, seiner Neigung, seinem eigenen Gedenken. Und na, letztlich auch schwierig, gerade in dieser Zeit ist natürlich, wir haben eine falsche Definition von Erfolg. Oft sehen wir, dass andere Konzepte funktionieren. Gerade wenn wir unsere Länder vergleichen mit der westlichen Welt, sagen wir, okay, wir haben Koran, wir haben Islam, aber bei uns funktioniert gar nichts und bei denen läuft es. Aber letztlich trotzdem, lasst euch daher da nicht in die Irre führen. Es geht nur darum, wie das Ziel, beziehungsweise ob das Ziel erreicht wird, wie das Ende ist. Denn die Taten werden nach ihrem Ende bemessen. Ja, und Allah Ta'ala gibt keinen Erfolg jemanden, der kein Muslim ist, beziehungsweise nicht nach dem Koran lebt und nicht zu seinem Wohlgefallen lebt. Möge es noch so schön aussehen, möge es noch so glitzern, möge es noch so angeblich erfolgreich sein. Aber das ist kein Erfolg. Ja, das heißt, mögen sie noch so erfolgreich sein, aber wie gesagt, Kufr und Schirk ist Dunkelheit. Und aus dieser Dunkelheit will der Koran uns bewahren oder rausholen. Ja, und das natürlich, das Ergebnis werden wir natürlich erst nach unserem Tod sehen. Und ich mache es nicht mehr lang, inshallah, kommen wir langsam zu Ende. Ja, warum dieses Thema auch wichtig ist. Und ich meine, wir werden ein Buch behandeln von einem Alim, der über die fünf Rechte des Korans geschrieben hat. Und darum geht es letztlich um diesen Ders. Ja, und was sind die Rechte des Koran? Und er schreibt auch in seinem Buch, dass ne, wir haben heutzutage, Koran wird hochgehalten, es gibt Veranstaltungen, internationale Veranstaltungen für Rezitationen, was auch okay ist. Also wir möchten das nicht kleinreden. Ja, und das bringt auch Liebe zum Koran, es bringt auch Liebe zum Tajwid, es bringt Liebe zum Hifz. Aber letztlich, was ihn zum Beispiel animiert hat, ich werde nächstes Mal nochmal da ein bisschen näher drauf eingehen, welches Buch es sich genau handelt, wer es geschrieben hat, warum es geschrieben wurde. Aber jetzt nochmal zum Abschluss. Letztlich beziehungsweise Feststellung war, dass wir all das haben. Aber letztlich hat es, die Frage stellt sich, hat all dies der Umma, der Gesellschaft, dem Islam selber genützt? Ja? Hat es genützt, den Islam, den Koran nur zu preisen, ihn hochzuhalten, oben auf dem Regal zu halten, ihn zu bestimmten Anlässen zu benutzen, zu Hochzeiten, wie auch immer? Seine Antwort war nein. Unsere Antwort ist nein. Es hat uns nichts genützt. Also wir müssen nochmal verstehen, wofür der Koran herabgesandt worden ist. Wir müssen ihn ernst nehmen. Wir müssen seine Größe und Wichtigkeit verstehen, ja, damit wir auch uns selber verbessern können und damit auch die islamische Gesellschaft. Inshallah, ich möchte damit jetzt die heutige Sitzung beenden und ich entschuldige mich nochmal
für den technischen Ausfall. Nächstes Mal, inshallah, wird es hoffentlich ein bisschen besser sein, war ein bisschen chaotisch vielleicht am ersten Tag. Und ja, nochmal, ich freue mich, dass ihr zahlreich entschieden seid und ich hoffe auch, dass ihr nächstes Mal auch dabei sein werdet. Falls es Fragen gibt, ich denke mal vielleicht nach dem ersten, der ist jetzt nicht, da würde ich die bitten, vielleicht für nächstes Mal aufzuschieben, weil wir jetzt schon ein bisschen spät dran sind, ein bisschen länger gedauert. Ansonsten gerne natürlich Fragen zum Thema. Zum Thema, ja, wie wir selber, inshallah, wir für die Dua, inshallah. Tamam, ich will euch nicht länger aufhalten. Wie gesagt, ich bedanke euch für euer Zuhören, für eure Anwesenheit. Jazakallah khair, barakallahu fik. Allah möge euch belohnen, Allah möge standhaft machen, Allah möge uns unsere Absicht inshallah verbessern. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Barakallahu fik. Ja, ich glaube, die Frage war, nächstes Mal wird wieder Sonntag sein, dieselbe Zeit. Ja, Allah möge euch belohnen, Jazakallah khair. Wenn keine Fragen ist, beende ich die Sitzung. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.